So, ich wollte ein paar Fragen stellen. Wir haben jetzt einen Kurs gemacht. Sie haben mitgemacht. Wie hat Ihnen dieser Kurs gefallen? Wie sind Sie zu diesem Kurs gekommen? Und was meinen Sie, was werden Sie weiter von diesem Kurs mitnehmen, nach Hause bringen? Also ich fange dann mal erstmal mit der zweiten Frage an. Wie ich auf den Kurs gekommen bin. Второй вопрос, как я пришла сюда, в этот курс? Ich bin also schon immer begeisterter Fan von einem russischen Maler gewesen, speziell überhaupt über die russische Malerei. Und so ganz zufällig hat eine Malfreundin den Max eingeladen wohl hier nach Dom-Sül. Die hat ihn vor mir kennengelernt. Und da wurde dann hier ein Kurs angeboten. Und ja, das war eigentlich für mich eine ganz große Überraschung und aber auch eine Riesenfreude, das überhaupt miterleben zu dürfen. Я занимаюсь рисованием давно уже и очень интересуюсь живописью, особенно российских живописцев, потому что как бы других для себя еще не открыла. И мне нравится эта глубина, собственно, с которой они пишут картины. И я с предложением, мне предложила моя подруга. Так мне стало известно, что будет этот курс. Предложила моя подруга нам вместе встретиться и вместе посетить этот курс, порисовать совместно. И я страшно обрадовалась, и потому я сейчас в этом здесь со всеми и с прекрасным учителем Максом Скоблинским наслаждаюсь процессом рисования. Вместе со всеми. Также. Die zweite Frage war dann jetzt, Die zweite Frage, was nehmen Sie nach Hause dann? Wenn, Sie haben viel hier gelernt, vielleicht, und was nehmen Sie dann nach Hause mit? Dieser Kurs hat Sie etwas vielleicht neue Grenzen breiter gemacht, neue Horizonten weiter gemacht? Hat auf jeden Fall, ja, hat auf jeden Fall meinen Horizont erweitert. In jeder Beziehung, die Spachteltechnik, die der Max uns jetzt so beigebracht hat in den Tagen, bringt mich ein ganzes Stück weit nach vorne. Also ich male ja auch schon etwas länger, aber das ist schon eine spezielle Technik und ich würde ganz gerne auch noch da unterstreichen, dass der Max ein super Lehrer ist. Ja, der ganz ruhig, erklärend auf die Kursteilnehmer eingeht, mit ganz viel Ruhe und Verständnis und vor allen Dingen sehr, sehr geduldig. Этот курс мне принес очень много. Я очень многому научилась у Макса Скоблинского, особенные какие-то прекрасные техники, которые сразу понятны были для меня. И я рисую уже не первый год, я рисую очень давно. Что я хочу сказать, особенно отметить, что Макс Скоблинский великолепный учитель. Очень выдержанный, спокойный. И столько, сколько он нам дал за это время, я даже себе и не представляла, что это может случиться. Все это я возьму домой и буду дальше работать и расширять свои горизонты творческие.